Hallihallöchen Leute, willkommen zurück bei Brave Frontier Global, wo wir heute ein Update hatten. Ihr seht schon, es sieht alles ein bisschen anders aus. Bevor wir mit Global anfangen, aber ein kurzer Schwung zu EU. Da gab es heute auch News, denn wenn ihr das hier seht, werden wahrscheinlich schon durch Wartungsarbeiten sein. Am Mittwoch der meisten Version 1.2.9 geht um 1 Uhr los. CST, also tatsächlich 1.39 von uns morgen. Und was der Patch bringen soll, ist, ne, versteckt das ja auch irgendwo? Ich glaube, sie haben es ein bisschen besser versteckt. Ah, da. Haben sie es irgendwo mit drin. Neuer Questbereich, neue Juwelen, cool. Dann kommt der Achievement Shop, das ist der geile Teil. Ich weiß noch nicht, wie viel sie davon reinbringen, sodass sie haben hier unten zwar dann dieses Ziel, das genau, aber da stehen auch noch nicht so viele Details drin, was tatsächlich kommt, aber sie versprechen Sphären und coole Dinge. Sieht also sehr vielversprechend aus. Außerdem sieht man da oben schon ein paar mehr Einheiten, die auch noch kommen werden. Ragashelm und Likör, ich habe keine Ahnung, wie genau seine 6-Sterne-Form heißt, sie war mal schlecht. Er kriegt immer eine 7-Sterne-Form irgendwann, das ist okay. Und Artons und Burster Amprost sieht man auch, also ich weiß nicht, ich glaube, die sind noch nicht drin in EU, also werden wir die dann auch wohl mit dem Update als tendenzielle Möglichkeit bekommen. Sehr cool, ich bin gespannt, ich werde morgen auf jeden Fall, sobald das Update durch ist und ich dann irgendwann abends zu Hause bin, aufnehmen, sodass ihr das möglichst bald bekommt. Aber ja, wir sind hier in Global und man sieht schon direkt den ersten Interface-Changes, wir haben hier einen Info-Button, wo wir direkt zu den News kommen, ziemlich cool. Sieht man halt direkt, was Sache ist. Friendly Reminder for Updating iOS. Link to Facebook. Aha, Dinge. Also, ihr seht schon, wenn ihr iOS habt, die haben hier wichtige Hinweise. Pausiert es mal, lest es euch durch. Ansonsten, da jetzt nichts. Und die zweite Hälfte, die neu ist. Wir kommen hier direkt zum Achievement Shop. Da haben sich auch ein paar Sachen getan. Wir sehen zum Beispiel in den Challenges jetzt hier wenn das denn nett ist. Es ist zwar Wartungsarbeit, also nach Wartungsarbeit hat es ab und zu Problemchen. Wir sehen hier oben, wie viel wir noch machen müssen, bis wir einen Special Quest bekommen. Und jetzt sehen wir auch schon, das ist wieder hochgegangen. Wobei komischerweise nur eine, obwohl ich zwei angenommen habe. Das ist ein bisschen strange. Hätte halt nicht zwei hochgehen müssen. Record hat sich, glaube ich, noch nicht so viel getan. Aber wir können auch mal einen Blick reinwerfen. Es ist halt, wie es immer ist, wenn Serverwartungsarbeiten waren. Es lädt ein bisschen. Muss man halt leben. Missions haben wir hier jetzt, aha. Den nächsten kann ich mir da abholen. Overall, also die haben sich hier scheinbar umgelagert. Gib mir Star of Hope, cool, nehme ich mit. Habe ich zwar schon einen von, aber kann man mehr immer noch gebrauchen. Frontier Hunter ist da. Sitzt da auch Frontier Gate drin? Ja. Aber generell nicht so weltbewegend viele Änderungen. Ein bisschen Zeug, was man noch einsammeln kann, was mir noch fehlt. Aber ansonsten, na gut, hier, die Sachen sind auch nicht neu. Die Sachen habe ich mir mittlerweile alle gecraftet, aber leider nicht vorher ausgewählt. Deswegen habe ich da keine von bekommen. Das war dumm, da muss ich mal drauf achten. Was haben wir denn in General noch, was hier jetzt noch offen ist? Ach, das sind auch nur Punkte. Okay, alles bestens. Was sich ein bisschen getan hat, was interessant ist, in der Exchange Hall. Wir haben jetzt eine Slidebar. Ich gucke, ob sonst noch was Neues. Nee, nicht. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel hier Artons holen will, mache ich einfach mal, weil die kann ich noch gebrauchen. Kann ich jetzt halt 3 Stück auf einmal kaufen. Was ziemlich cool ist. Was einfach das Ganze insgesamt schneller macht. Vor allem, wenn man immer alle davon haben will. Hier hat sich nicht wirklich was getan. Hier auch noch nicht. Oh, okay. Die Slidebar alleine ist schon cool genug. Trade hat sich, glaube ich, auch nichts getan. Ich habe aber noch irgendwas, was ich verkaufen kann, sehe ich gerade. Hallo, Punkte. Und Jack hat, ja egal, ich werde jetzt nicht klein viel Kram damit machen, wen ich noch verkaufen kann. Sachen, die man nicht so offensichtlich sieht, die gekommen sind, die durchaus wichtig sind. Der Type Change, sodass mein Oracle-Kranz jetzt tatsächlich wieder eine angemessene Anzahl an Lebenspunkten hat. Und dafür hat leider Death eingeboostet, aber immerhin mehr Lebenspunkte wieder. Braucht dazu jetzt auch nicht mehr zwangsweise Cosmic Dust. Die hatte ich vorher auf ihm drauf, um halt den Lebenspunktverlust auszugleichen. Dann könnte ich ihm jetzt eigentlich was anderes geben. Halt, das sollte es euch bleiben. Die gibt insgesamt HP. Deswegen habe ich ihm die gegeben gehabt, um darüber halt HP zu holen. Die können wir ihm eigentlich auch wohl lassen. Ist die Frage, wozu da steckt die Cosmic Dust? Nicht so den guten Überblick, was hier wo ist. Das Cosmic Dust. Statusimmunität, Heilung und Babygog every turn. Ist nicht schlecht, aber nicht unbedingt das, was wir jetzt brauchen. Was möchte ich eigentlich so auf ihm drauf haben?
Parent Upgrade hilft es nicht wirklich. Ich brauche auf jeden Fall noch etwas, was seine Babyleiste auf jeden Fall mit weiter auffüllt. Oh, das ist jetzt ganz unten. Sie haben hier irgendwas umsortiert. Ich glaube, wir geben ihm das einfach zur Sicherheit. Irgendwas haben sie hier ganz gewaltig umsortiert. Es gibt jetzt noch Other und... Aha. Was auch immer Other ist. Nichts. Haben wir keine. Okay, und was ist das? Haben wir auch keine. Aha. Die Baby... ich habe hier halt die Global Exclusive Dinger dort nicht gesehen. Ah, die sind oben. Aha, das erklärt natürlich einiges. Die sind jetzt scheinbar oben. Interessant. Wird die Dinge nur noch verwirrender machen. Ja, wir haben dort das Type-Changing. Es gibt einen Haufen Sachen in Raids, die werde ich jetzt noch nicht vorführen können. Wir haben die Ankündigung für die Vorbereitung für Second Year Anniversary bekommen, wo es heißt, wir werden im Oktober jeden dritten Tag eine Gem bekommen, was cool ist. Für sonst noch Interessantes. Es wird für den Daily Login am 8. Oktober ein Update geben, okay. Und was noch interessant ist, wir haben eine neue GGC und die werden wir jetzt heute noch machen, einfach weil ich es kann. Nämlich die zweiten Teil hier, der Grand Gaia, der 12 Gods. Ich habe die ersten beiden davon schon mal vorbereitet. Es ist kein Continue möglich. Interessant. Wen nehmen wir denn mit? Ich habe jetzt mal noch einen Griff-Anführer. Könnte man eigentlich sehr gut einen Arc als Ergänzung nehmen. Treasure, Contraction, Purity Hopper. Nehmen wir das sicher, ist sicher. Werden unsere Items aber mal anpassen, dem sicherheitshalber einen Five Light Goddess Idol, das suche ich mit. Aber um sicherzustellen, dass wir nicht irgendwann durch Upsi, wir sind tot, zu schnell vernichtet werden können. Die ersten Sachen davon waren recht einfach machbar, war jetzt nicht so viel aufgepasst. An einer Stelle hatte Ramna die Angewohnheit, die Angewohnheit, sich selbst wieder zu sich selbst und irgendwie ein Schild zu geben, weswegen sie nur schwer zu treffen war. Wenn man eine Runde gegardet hat, war das weg, dann konnte man sie auch zerprügeln. Dann hatte sie noch eine Wiederbelebung, was halt ziemlich lang war. Nicht, halt ein bisschen langweilig, aber nichts davon war problematisch. Du haust schon nicht schlecht rein. Und haust uns natürlich in genau die falsche Stelle eine Statusimmunität. Dann werden wir hier mal sicherheitshalber dagegen vorgehen. Und zwar mit deinem Baby. Dafür haben wir den. Und setzen dann tatsächlich seinen SBB hinterher und hauen deinem Baby auch schon mal raus. Seine SBB deswegen, weil der heilt. Während sein Baby Statuseffekte aufhebt. Aber ich habe halt in diesem Team hier ganz eindeutig Andaria für die Statuseffekte angedacht. Und damit wir da auf der sicheren Seite sind. Und jetzt haben wir auch... Protection gegen Statuseffekte. Auch wenn die uns da oben trotzdem ganz schön was wehtun. Wow. Voller Fokus auf Griff. Haben wir es jetzt langsam mal. Wenn wir dich sicherheitshalber garden. Hier den Baby einsetzen für mehr Treffer. Wobei die ja nur den Schaden erhöhen und nicht den BC-Drop. Verdammt, und der ist das bestimmt wieder verpennt gehabt. Und ich befürchte, es wird jetzt diese Runde schon Griff den Kopf kosten. Wobei. Wow, die ist schon. Wie zur Hölle ist die schon gestorben? Was zum Henker? Wie auch immer das passiert ist. So, wir werden sicher. Wobei werden wir. No risk, no fun. Ich kann jederzeit neu starten in diesem Status. Werden aber auf jeden Fall dich einsetzen müssen. Und dürfen jetzt zumindest Schaden raushauen. Wobei wir irgendwie mit Crits bei ihr herzlich wenig Schaden machen. Es kann sein, dass sie tatsächlich ein gewisses Maß an Resistenz mitbringt. God Thunder. Das wird dann wohl ja Griff kosten. Wir werden tatsächlich, glaube ich, einfach eiskalt. Anscheinend ist es quasi energietechnisch egal, weil ich bekomme je nach E meine Energie wieder voll, weil ich ein Level-Up haben werde und dann ist das blub.
Lass mal auf Reddit gucken, ob schon groß Bugs bekannt sind. Also sollten noch Artworks kommen, die ich selbst aber auch noch nicht gesehen habe. So, starten wir das Ganze nochmal. Und suchen uns wieder einen Arc-Freund. Ich denke mal, da werden immer noch welche mehr zu auswählen. Nein, werden nicht. Okay, dann bleibt uns diesmal wohl nur eine Senja. Sollte aber auch funktionieren. Forbounce Complifier, Forbounce Complifier. Schauen wir noch nach dem Type. Guardian. Guardian ist super. So, und dann werden wir diesmal tatsächlich auch mit ein bisschen mehr anfangen. Einfach weil ich es leid bin, da so rumkaspern zu müssen. Und tatsächlich ist Libera da eine unheimlich große Hilfe. Sehe ich sonst noch was Interessantes? Wie gesagt, Raid-Sachen, wobei ich auf Reddit auch schon gelesen habe, dass Raids angeblich noch verbuggt sein sollen. Von daher kann ich das nicht mit Sicherheit sagen. Multiple Trades hatten wir mit der Slidebar. Ah ja, genau, Sache ist, was ich fast vergessen hätte. Wir haben tatsächlich währenddessen auch mehr... wir sind komplett voll. Das ist natürlich ziemlich awesome. Dann können wir hier voll raushauen. Wir sind was... Also Deathmax hat ein bisschen was von den Updates ausgelesen. Nicht allzu viel, da der gute Mann momentan dabei beschäftigt ist, umzuziehen. Und verständlicherweise kann er sich dann nicht hinstellend darauf konzentrieren. Aber er hat ein paar Infos bekommen. Unter anderem wurden die Vorbereitungen für Elgifs reingepatcht. Deswegen sieht es jetzt auch schon so aus, dass Einheiten beim Fusionieren nicht mehr ausgegraut sind. Da quasi die Elgif-Informationen schon im Spiel technisch gesehen vorhanden sind. Und dann wurde die nächste Map vorbereitet. Rakschult. Artwork-Sachen. Da sind sie noch nicht. Dann gab es Vorbereitung für die Challenge-Arena. Unter anderem Bildchen dazu. Und dann gibt es gibt's noch einen sogenannten Prestige-Modus, an dem gearbeitet wird. Das ist, so wie ich es verstehe, wohl eine Art quasi Test-Arena. Also zumindest wurde sowas auch angekündigt, dass es kommen wird. Und wird im Endeffekt so aussehen, dass man tatsächlich da testen kann, wie viel Schaden die Einheiten machen und so etwas, dass man ein besseres Gefühl dafür hat, was sie tatsächlich können. Und es wird jetzt auch, genau, wenn ihr das hier seht, wisst ihr schon soweit, werden die Frontier-Hunter-Ergebnisse einsammelbar sein. Es wurde schon angekündigt, von wegen, die kommen direkt passend zum Patch, aber das ist noch nicht der Fall. Jetzt sind sie dann wohl da. Wenn ihr das hier seht, vermute ich mal. Liegt ja mal ein bisschen dran, wann ihr es guckt, aber sie sollten zumindest da sein. Was mich jetzt persönlich nicht so besonders reizt, weil ich kriege einen Burst-Truck, aber hey, immerhin. So, und wir laufen jetzt auf ein normales Ende, denn das sollte eigentlich reichen, damit wir sie da weghauen. Genau, und dann haben wir sie durch. Sie hat keine Revive-Effekte und dann haben wir mit vollem SBB für die nächste Stage. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele Stages kommen. Ich vermute aber mal irgendwie 4 oder so. Ja, die machen in letzter Zeit irgendwie mal ziemlich viele. Und da kommst du alleine. Das ist hässlich. Welche Reihenfolge? Diese. Hier möchten wir Kranz früh genug einsetzen, weil der ja den Licht- und Dunkelelement-Bonus gibt. Was ja wiederum wichtig ist, damit wir da gut Schaden machen. Um da halt schnell genug durchzukommen. Da kam, ich denke, das war gerade Hadron, wo es auf einmal so schnell wurde. Aber wenn halt dummerweise nicht mit vollem BBS-BB da rauskommen können. Selbst wenn er jetzt ein paar Mal zuhaut, werden nicht alle danach voll sein. Hätten einen Overdrive, aber ich glaube, für ihn brauchen wir den noch nicht. Weil da machen wir nicht auch so gut Schaden, wie man gerade sieht. Und im Schnitt jede zweite Runde vollen SBB ist drin. Das ist okay. Können ein bisschen testen, weil es heißt genau, dass man Auto-Battle jederzeit beenden kann. Wie man sieht, der ist gerade ausgegangen. Ich kann jetzt quasi schon während die Einheit angreift hier klicken und der Auto-Battle ist vorbei. Das ist eine coole Änderung, denn also in japanischen Versionen ist das sowieso schon, dass man den sehr, sehr leicht ausbekommt. Und hier weiß ich aber das Problem von, wenn man am Anfang der Quest im Auto-Battle drin ist, dann verreckt man halt durchaus mal.
kann für einige Leute problematisch sein. Und da haben wir halt jetzt den... Ach, sag ich, hörst du wohl auf, uns so weh zu tun, du Nase? Heilige... Und jetzt kommt der Support und... Ja, wow. Arsch. Da kommt der Support und klatscht mein Team. Super. Jetzt ist sie natürlich auch wieder voll. Möchten wir jetzt einen BB auspacken? Bock hätte ich ja schon. Werden wir, glaube ich, auch zur Sicherheit. Ich will da nur vorher kurz nachgucken, was, wie genau Kranz UBB funktioniert. Nicht, dass ich jetzt Blödsinn mache und die Heilung damit auslasse. Das wäre dumm, aber eigentlich will ich seinen UBB ausprobieren. Da der den Death zu Attack konvertiert, was hat den Schaden gewaltig erhöht. Touch and Swipe, reagierst du wohl? Komm schon. Wobei ich kann ja theoretisch gesehen auch... Müsste ich ja auch hier irgendwo gucken können. Ah, da oben sieht man jetzt sogar seine Current Parameters. Das ist cool, man sieht seine eigene Attack und so etwas im Detail. Extra Skills, Fears, der Skills. Ne, dann haben wir den tatsächlich da nicht drin. Aber Touch and Swipe hat geladen, also können wir direkt nachgucken. Ja, der heilt nämlich nicht. Das wäre also eine dumme Sache. Das wäre eine ganz dumme Sache. Dann werden wir wohl bei... Ach, scheiß drauf. Wir machen das, was wir immer am besten können, nämlich draufhauen. Wir werden schon genug Heilung zusammenbekommen, hoffentlich, dass wir das noch eine Runde überstehen. Es ist ein bisschen riskant, dass ich hier keinen Scheiden im Team drin habe, aber dafür konnte ich halt... Aurelia mitnehmen. Da war der Heilungseffekt. Bei Lunaris ging richtig Schaden schon mal rein. Aljut wird jetzt garantiert tot sein. Sehr schön. Und wir haben alle voll. Das ist schon mal zuversichtlich. Dann werden wir jetzt Sicherheits... Also wir setzen ihn sicherheitshalber noch ein, weil ich nicht weiß, ob wir sie mit einem Angriff tot bekommen. Aber wir versuchen es ohne SBB, dass wir zumindest beim Rest vollen SBB haben. Und bei Kranz zur Not normalen BB reicht für die erste Runde ja aus. So, dann haben wir hier Sudis. Tatsächlich alles voll. Ich will den Overdrive behalten, weil wir dann im Zweifelsfall mehrere Overdrives in der letzten Stage nutzen können. Was ein bisschen zuversichtlicher ist, als nur generell Overdrive hier benutzen. Auch wenn ich vermute, dass er da auch irgendwann wieder unterstützt. Ich hätte einen Angel Idol, einen Goddess Idol schon mal einsetzen sollen, aber... Hoffen wir mal, wir machen ihm nicht so viel Schaden. Ich glaube, dann werden wir doch schon mal jetzt overdriven, weil ich es kann. Und zwar mit Senya. Ja, wir haben ja noch Fujins und einen Hero Stone, um es gleich in der letzten Stage nochmal machen zu können. Da kommt die Heilung und die Mitigation wieder. Und drauf da. Und da hauen jetzt halt die normalen Angriffe richtig gut zu. You want to save you? Ja, du nimmst jetzt natürlich den Brave Burst weg, du Sackratte. Jetzt ist aber auch mal gut wieder. Ha? Haben wir wohl wieder auf. Das Problem ist, ich werde sie nicht komplett voll bekommen, was ein bisschen eklig ist. Sie, ihn. Ich bin zwar noch gewöhnt, dass da unten Idee in der Ecke steht. Dich kriegen wir zumindest nochmal voll. Dich garden wir sicherheitshalber. Passt. Das ist nicht gut. Oh, das ist alles nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja, interessant. Fehlt mir tatsächlich die Wiederbelebung. Und er verreckt von alleine, aber ich habe halt jetzt keine Einheit mehr zu mitigaten. Ah, ärgerlich. Und jetzt treffen wir hier Aljut und haben halt nichts davon. Wobei wir können theoretisch... Wir können versuchen, ein bisschen was mit Schaden zu machen. Aber ich glaube nicht, dass wir auf genug kommen, um ihn damit wegzubekommen. Aber ich will es einfach aus Neugier ausprobieren, wie viel wir schaffen.
den wir uns hinstellen, hier den einsetzen und dann zuhauen. Aber ich denke mal, es wird uns in der Runde dann jetzt auch direkt zerlegen. Ja, das können wir nochmal probieren. Ich denke, ich werde noch genug Energie haben. Dann gibt es halt jetzt einfach tatsächlich mal für ein Update ein langes Video. Hat man ja auch nicht allzu oft. Aber ich würde das eigentlich gerne hinter mir haben. Dann werden wir tatsächlich auch ein bisschen auswechseln. Wir werden Hadaron gegen Trident austauschen. Denn mit dem Schild sind wir auf jeden Fall durchgehend auf Nummer sicher. Hätte ich eigentlich schon von Anfang an machen sollen. So, was haben wir dann zur Auswahl? Ah, oder nehmen wir Senja? Eigentlich will ich schon Senja. Ich mag sie so gerne. Und dann packen wir hier den mächtigen Tridonga wieder hin. Gibt ja Herzkristall-Drop-Rate-Buff, womit wir dann noch ein bisschen besser das Aufheilen wieder hinbekommen. Und gibt uns den Schild, womit wir einfach mal sicher sind. Einzige Problem, was wir haben werden, ist, dass uns zwischendurch wahrscheinlich, dass wir einfach länger brauchen werden. Und das dauert ja auch so schon lange. Die neigen dazu, die GGCs tatsächlich lang zu ziehen. Fast schon wie es bei... Verdammt. Fang diesmal nur mit euch an, wie es bei Trials ist. Da braucht man ja auch immer so schön lange für. Ich hatte irgendwie befürchtet, dass wir auf Statuseffekte rauslaufen, aber wir haben genug auf Andaria drauf, dass sie die wieder weghauen kann. Wie sieht es bei dem Rest aus? Lohnt sich das? Ne, da werfen wir nochmal. Ich wollte überlegen, ob wir Senja einsetzen, damit wir den Rest der Leute so weit bekommen, dass wir... Ich habe voll den Faden verloren, weil ich hier nebenbei schon wieder angesprochen werde von Leuten, die Probleme haben. Es sind mittlerweile Infos dazu da, was währenddessen in der japanischen Version gekommen ist. Interessant. Artwork zu Karen Paris und eine neue Map. Mit NPCs. Haufen Bildern. Also wer gucken will, sind auf Japan schon da. Karls Artwork sieht awesome aus. So, Verteilung her. Sieht okay aus. Können wir dann noch. Wir haben ja keinen Single-Target hier mit drin momentan. Sonst wäre das so der Punkt, wo man sich überlegt, ob man dich da nicht Hadaron und wie gezielt einsetzen will. Aber so ist das okay. Die neue Map sieht awesome aus, die da kommt. Das ist ein sehr schickes Artwork. Also Leute, Brave Frontier Artwork wird immer schöner. Und der Bossgegner sieht auch echt fies. Ja, die Bosse, die man trifft, sehen echt fies aus. Hat was. Und es gibt Fodder in Form eines Buches aus dem Krallenwachs. Das klingt lustig. Habt ihr es jetzt langsam mit euren Angriffen? Ich weiß, du bist da nur noch allein, aber wir werden so oder so noch voll angreifen müssen. Schub, wieder ausgemacht, funktioniert super. So,
Was möchten wir? Was möchten wir? Wir möchten eigentlich nur das. Ah, ich sehe gerade auf Reddit, dass die Artwork-Sachen jetzt wohl doch da sein sollen. Da können wir also tatsächlich, wenn ich dann irgendwann mit dieser Quest durch bin, auch mal nachgucken. Was wir da in Artwork neu haben. Es geht um Michelle, die aber scheinbar doch fehlerhaft ist. Quiet, Fever, Sephia und Alice. Mal schauen. So, da haben wir dich und wir werden dann jetzt tatsächlich auch wo mal. Ich kann mal kurz überlegen. Ja, doch, diese Stage war ätzend. Deswegen overdriven wir hier schon. Wir werden für die Kämpfe so oder so länger brauchen. Weil uns Hadoron fehlt. Dementsprechend nutzen wir dann halt den Overdrive zwischendurch. Wobei immer noch Griff zuerst für die Crit Rate. Die ist einfach zu praktisch, um es nicht zu machen. Auch wenn die sich zum Beispiel mit Hadoron mehr lohnen würde. Aber trotzdem ist das so die Angewohnheit, das immer zu machen. Wusch. Und ja, mit dem Schild gehen wir, was HP angeht, wesentlich sicher durch die Gegend. Da, ich würde nicht sagen, uns kann nicht nichts passieren. Also wir sind nicht davor sicher, dass uns was passiert, aber wir sind in einer Situation von, das geht doch ziemlich zuverlässig. Schade, er ist tot. Ich hätte gehofft, er würde so gerade eben überleben. Das würde uns da ein bisschen besser absichern. So, dann werden wir jetzt ein bisschen tricksen. Wir werden tatsächlich dich zuerst für dieses Element schon mal. Setzen wir dich ein, damit wir hier oben Griff haben. Um dann die Crit Rate doch noch zu bekommen und dann können wir den Rest machen. Jetzt poppt er gerade tatsächlich ein Chatfenster rein. Entschuldigung, das hat sich gerade aufgemacht. Und das ist das einzige Problem, was ich habe, wenn ich am Computer aufnehme. Vor aufpoppenden Fenstern bin ich nie geschützt. Deswegen haben wir auch die deswegen, ich bin einer der Leute, die Steam soundtechnisch komplett abdrehen, weil ich einfach nicht leiden kann, dass man halt immer ping, ping, ping hört, wenn ich am Aufnehmen bin. Deswegen ist das komplett gemutet und wenn ich Einzelspieler-Spiele aufnehme, über Steam im Normalfall auch aus, damit man die Einblendung gar nicht erst sieht. So ein Flash. Ah, mach du nur. Wir können dann wieder voll draufhauen. Fast voll. Hadoron hilft da doch ein gutes Stück dabei. Hadoron sei schon entscheidend, dass wir hier sicherer durchkommen. Auch wenn der Kampf damit wirklich etwas länger dauert, aber naja. Dann kann ich alles haben. So, ich denke mal 3-4 Runden werden wir noch brauchen, was jetzt nicht unbedingt der spannendste Kampf ist, aber mir ist lieber, ich nehme hier die sichere Variante, als wir rennen da wieder rein und verrecken auf der letzten Stage. Und ich sehe gerade auf Reddit, das ist recht clever, dass ich doch noch nicht entschieden habe, hier Raids zu zeigen, auch wenn da coole Änderungen gekommen sind. Aufgrund der Tatsache, dass dort wohl vieles nicht klappt, unter anderem Bosse mal wieder nicht erkannt werden, solche Späße. Ja. Wir wollen sicherheitshalber den voll bekommen. Damit wir in der Lage sind, dort zu heilen.
Muss ich jetzt aber den kleinen Schild schon mal anschmeißen. Damit wir Deckung haben, während wir da unsere Einheiten wieder voll bekommen müssen, weil Senja hat halt doch schon ziemlich viel abbekommen. Ich glaube, dieses ist keine so gut ausgebaute Senja, wenn sie dann nur mit 12.000 HP rumrennt. Hätte ich mal besser geguckt dieses Mal. So, das sieht doch zuverlässig aus, diese Runde wieder. Schwuppdiwuppdi. Ja, und vielleicht noch interessant, sie haben den Special-Button bewegt. Wobei das etwas ist, was ich wahrscheinlich die meiste Zeit tatsächlich weiterhin einfach übersehen würde. Der sitzt jetzt in der... Gott, der letzte Mal hat er aber nicht so zugehauen, oder? Ich kann mich nicht erinnern, dass hier so ein finaler Angriff noch kam. Und natürlich haut er ihn noch raus. Das war ja so klar. Wir werden ihn jetzt diesmal leider nicht voll bekommen. Das heißt, wir werden nicht voll bekommen. Ich würde es wohl probieren, aber ich will die letzte Fusion für die nächste Stage behalten. Wir bauen einfach darauf, dass wir so entweder genug Schaden machen oder genug heilen. Oder einfach nicht wieder einen Ultimate-Angriff diese Runde macht. Proud, my little brother. Ach, das war die Runde, wo er sich killt. Und da hat er uns letztes Mal doch... Ja, richtig, da hat er uns letztes Mal auch so viel weggehauen gehabt. Ich erinnere mich. Warning, warning. Jetzt kommt Aljut nochmal. Und jetzt können wir tatsächlich, weil es passt, direkt den Overdrive von Senja da nutzen, wenn sie ja eh nicht voll ist. Ah, setzen wir sie diesmal zuerst ein. Und dann geht's vernünftig los. Das sieht doch nach einem guten Start aus. Ich habe nicht an die Angel Idol, die Goddess Idols gedacht. Das sollte ich gleich noch tun. Ja, storytechnisch geht es hier darum, wie um den Zwiespalt zwischen den Guardians. Aljut war ja den Göttern gegenüber loyal, während Sodas gesehen hat, was die Götter vorhaben und entschieden hat, sich deswegen gegen sie zu wenden. Und die beiden haben das halt nicht leicht genommen. Das war jetzt kein, ach, lass das mal eben machen, sondern tatsächlich ging es da zwischen denen wild hin und her. Von der, auf emotionaler Ebene, was man hier im Gespräch zwischendurch immer wieder mitbekommt. Aber zum Glück geht das Ganze dank Senja doch wohl recht schnell zu Ende. Was ich gerade sehe, haben wir nicht Scheiden diese Runde eingesetzt? Nee, stimmt, diese Runde haben sie nicht eingesetzt. Der kann schon mal sein Schild einfach weg. Eieieiei, das wird ganz schön knapp. Möchten wir unter Umständen... Ja, weil wir es können, möchten wir. Ich habe jetzt zwar keinen Fujin mehr, aber dann können wir ihn immer noch nächste Runde einsetzen. Und sollten mit dem Schild, da ist er wieder jetzt auch sicher sein. Wobei ich glaube tatsächlich, wir kommen nicht mit zunächst. Oder was? Ich würde ihm zutrauen, dass er einen Revive oder sowas hat. Weil sonst wäre diese Stage tatsächlich einfach. Die dritte war deutlich schwieriger. Wow, krass. Die dritte war wirklich deutlich schwieriger. Hm, na gut, aber... Haben unsere Zeit dafür halt gebraucht. Passiert halt nur. So, Belohnung, Belohnung. Ach, wir haben das Level aber noch nicht ganz fertig. Dann kann ich es aber noch später ohne Probleme machen. Und wir kriegen dadurch Guardian Silver als neue Sphäre. Schauen wir doch mal fix, was Guardian Silver kann. Und wo wir Guardian Silver finden, ich vermute ja mal weit unten. Hier. Death und Max HP, Greatly Boost, HP Drop Rate, 10% Death Boost, wenn HP ist over half full. Hm, klingt nicht schlecht, klingt tatsächlich ziemlich gut. So, wir wollen noch wegen Einheiten Artworks gucken. Und wir können auch kurz zeigen, dass mit dem Einheit nicht mehr ausgebaut. Hier sieht man es, die sind alle nicht mehr grau. Vorher war ja der Großteil dieser Einheiten grau, weil sie halt voll ausgebaut waren.
wenn Elgiv kommt, ist es halt was anderes. Und dann werden sie auch nie wieder richtig voll grau, weil man den ja mal wieder wegnehmen kann. So, wir haben Sephia. Sieht man die nicht so gut, aber steht ein bisschen, also die Schultern sind ein bisschen weiter ausgerollt. Sie hält ihr Schwert, hat tatsächlich ein Schwert mehr in der Hand. Das war, glaube ich, beim vorherigen Design nicht. Finde ich persönlich jetzt aber nicht so weltbewegend interessant, das Design. Dann haben wir Fiva und es ist nur das Design. Auf den Symbolen hier sehen sie immer noch anders aus. Das sieht aus wie das alte. Habe ich das Gefühl. Das sieht tatsächlich voll aus wie das alte. Da war sie auch schon auf dem Ding geritten. Ich kann mich aber nicht genau erinnern. Ich hatte in Erinnerung, also ich hatte das Gefühl, die waren ja in der japanischen Version schon zu sehen. Ich hatte das Gefühl, da gäbe es eine Überarbeitung, die ganz anders aussehen lässt, wo sie nicht mehr so viel aufsetzt. Aber finde ich dann auch nicht so spannend. Alice, da müssen wir unten gucken. Die habe ich, glaube ich, in keinem Team drin. Weiter oben sollte alles irgendwo sein. Noch weiter oben? Ja, noch weiter oben, richtig. Da. Schub. Sieht jetzt auch nicht so anders aus. Aber scheint das Richtige zu sein, denn das ist auch das, was auf Touch and Swipe so geführt wird. Ich kann mich nicht erinnern, wie es vorher aussah, aber ich finde generell ihr Design mit der Riesensense cool, auch wenn ich mich mehr auf Chrome freue. Der neue Einheit aus Japan, da wurde übrigens mittlerweile in der Geschichte, soweit ich es mitbekommen habe, ist, dass ihr Onkel, der Onkel von ihr und Elsa, der auch bereit war, sich zu opfern, um sie zu retten, aber dann wurde sie schon vorher wiederbelebt, war ihr Seele gerettet und dann musste er das gar nicht und war ein bisschen enttäuscht. Und wir haben noch Quiet. Bei dem bin ich mir sonst sicher, dass man es genau erkennt. Und wenn es... Nein, du bist nicht Quiet, verdammt. Wenn es nicht erkennt, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie nicht drin sind, aber... Da sehen wir... Es ist immer noch das Alte. Verdammt. Der hat nämlich jetzt ein ziemlich cooles Design, wo er es über dem Kopf hält. Also da haben wir noch das Alte drin hier. Ich weiß nicht, ob ich das... Switch Display, da sehe ich es, genau. Ah, dann habe ich bei den anderen einfach wahrscheinlich nicht gut genug geguckt. Hier haben wir das alternative Design. Sieht in meinen Augen ziemlich cool aus, weil es halt wesentlich, also, ja, ich mochte ihn mit seinem Schwert schon, aber so ist es halt wesentlich dynamischer drin. Haare, glaube ich, ein Stückchen länger, was, weiß nicht, wie ich einen Unterschied mache. Aber ich finde, sieht cool aus, schön dynamisch. Dann schauen wir bei den anderen nochmal, wahrscheinlich einfach nur zu doof zu klicken. Was erklären würde, warum sie nicht da waren. Wahrscheinlich haben sich währenddessen drei Leute die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gedacht, boah, Doc, du Depp. Da haben wir ein neues Design, genau. Das sieht dann nämlich richtig cool aus. Auch deutlich dynamischer. Das finde ich halt auch eine vernünftige Herangehensweise zu sagen, wir packen ein bisschen mehr Dynamik in die Einheiten rein, weil dann sind sie halt einfach interessanter. Und vorher war die Sense neben sich, so hat man die halt hier so richtig in so Bewegung, während sie gerade zuhaut, mit den Schmetterlingsflügeln, das ist das Wort, was ich sagen will, hinten dran. Und das ist cool. Wen haben wir noch? Wen habe ich jetzt gefällt gehabt? Fiva, genau, habe ich hier oben noch. Die sollte dann tatsächlich auch anders aussehen. Genau, da steht sie nämlich auch mehr und hat den so im Hintergrund noch diesen Wurm mit drin. Ich glaube, das ändert ihre Spirit-Animation nicht. Also im Kampf sehen die immer noch gleich aus, was sowas angeht, weil das macht, würde ja schon einen deutlichen Unterschied machen. Aber es sieht halt echt cool aus. Auch deutlich dynamischer, wenn eine Sie war ja vorher schon recht dynamisch, man erkennt ein gutes Maß an Bewegung, aber sieht so richtig cool aus und ich muss auch sagen, ihr Oberteil ist echt schick geworden. Und dann können wir nochmal bei Sephia gucken, ne? Nachdem ich die verseppert habe. Ich fand, sie sieht hier schon deutlich anders aus, als ich sie in Erinnerung habe. Oh, okay, dann habe ich da wohl, als ich das Video angeguckt habe, nicht nachgeguckt, weil das ist tatsächlich auch neu für mich. Sieht aber sehr cool aus. Hat es wie Sephia üblich, dass sie dabei sehr männlich aussieht, aber okay, das passiert halt. Aber der Schatteneffekt mit dem Schild, wo der Flügel das abdeckt, ist ziemlich cool. Das Schwert sehr schick, gefällt mir. Und wie gesagt, Michelle soll auch noch dabei sein. Aber die ist wohl noch verbuggt, wir können mal schauen. Ja, da ist es nicht da, da sollte auch eins sein. Gut, haben wir jetzt aber auch lange genug drüber geredet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, Leute, und macht's gut.